zusammen, jedes zweite Wochenende geht es für mich nach Leer in Ostfriesland, weil mein Freund und ich eine Fanbeziehung führen. Und was ich so für das Wochenende einpacke, will ich euch heute zeigen. Ja, wenn man ein Wochenende nur unterwegs ist und keine Lust hat, groß Koffer mit sich rumzuschippen, zumindest geht mir das so, muss man schon gut wissen, was man einpackt und was man halt lieber zu Hause lässt. Ich bin ein bisschen geübt durch die letzten Jahre, weil ich auch schon viele Städtetrips gemacht habe und ich benutze zum Reisen fürs Wochenende immer meinen Herschel-Rucksack. Der ist einfach fantastisch, weil da alles reinpasst, der super angenehm auf dem Rücken zu tragen ist, weil der hier diese Rückenpolsterung hat, der hat breite Schulterriemen, dadurch ist der super bequem und der hat halt ein großes Hauptfach in, das man hier mit so einer Schnürung zumachen kann und hier hinten hat er halt auch ein Laptopfach, was für mich super praktisch ist, weil ich ja mein iPad immer dabei habe. Und so Kleinigkeiten kann man hier vorne reinpacken, da sind auch diese magnetischen Knöpfe, aber was so für die Sicherheit auch noch ganz gut ist, da ist halt auch ein Reißverschluss mit dabei. Das ist quasi anstelle eines Koffers, damit ich das alles, gerade wenn es auch mal ein bisschen schwerer sein sollte, einfach auf dem Rücken transportieren kann, mein Hauptgepäck. Und dazu kommt dann noch immer eine Handtasche und momentan benutze ich immer meine Chanel Wallet Unchained. Die habe ich die letzten Wochenenden, weil die letzten Wochenenden war ich immer da, weil mein Freund Spätschicht hatte und Notdienst hatte und dann war das immer die beste Lösung. Und da habe ich immer diese Chanel Wallet Unchained mit dabei. Da passt alles rein, was ich so für Handtasche sozusagen dann auch brauche. Und wenn wir dann am Wochenende unterwegs sind, kann man ja nicht sagen, weil man kann ja momentan nichts unternehmen. Aber wenn wir irgendwie einkaufen gehen oder spazieren oder so, dann habe ich die immer dabei. Und das ist einfach total praktisch, weil wenn ich schon mit dem großen Rucksack rumlaufe auf dem Rücken, will ich nicht noch eine schwere Handtasche mit mir rumschleppen. Und ja, da ist die kleine Handtasche einfach wunderbar. Und ich zeige euch jetzt, was ich alles in den großen Rucksack reinpacke. Ich habe jetzt auch schon meine Sachen rausgelegt, die jetzt fürs nächste Wochenende mitkommen. Die packen wir gemeinsam hier rein. Und dann zeige ich euch am Ende noch, was in meiner Chanel Wallet Unchained drin ist. Also What's in my Bag Videos. Ich liebe sie und ich hoffe, ihr auch wahrscheinlich schon, sonst hättet ihr nicht eingeschaltet. Und jetzt ist es so ein Misch aus What's in my Bag und What's in my Travel Bag. Wenn ich anfange, den Rucksack zu packen, fange ich normalerweise mit den harten Sachen hier hinten an. Mit dem iPad kann ich jetzt nicht anfangen, das würde ich normalerweise als erstes hier reintun, weil es da steht als mein kleiner Monitor, damit ich mal sehe, ob ich noch im Bild bin, ob alles drauf ist und auch, ob die Kamera aufnimmt. Deshalb machen wir aber mit etwas anderem Harten weiter. Ich habe das hier alles neben mir liegen. Und zwar mein 6-Minuten-Tagebuch, das nehme ich natürlich gleich nochmal raus, weil ich muss heute Abend natürlich auch noch was eintragen. Aber das kommt dann hier hinten rein, in dieses Laptopfach sozusagen. Und dann fange ich im großen Hauptfach mit den schweren Sachen an. Und die schweren Sachen wäre jetzt meine Kosmetiktasche. Das ist die hier von Louis Vuitton, die ich jetzt gerade zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich muss sagen, dass die doch kleiner ist als erwartet. Also ich hätte gedacht, dass ich mehr da reinbekomme, aber so passt es so gerade, weil ich zwei Cremes immer auch da lasse, die ich auch hier habe, die ich nicht mit mir rumschleppe. Aber hier haben wir zum Beispiel halt drin meine Wimpernzange, die Cold Cream von Avène, ein Nagelpflegestift. Also die Cold Cream ist übrigens eine Lippenpflege, die einzige Lippenpflege, die ich benutze, weil die sehr, sehr gut und reichhaltig ist. Die hatte ich damals auch mit in Finnland, weil die auch da sehr gut ist. Mein Midnight Recovery Concentrate, mein Daily Reviving Concentrate. Einmal Nagellack, der Überlack von Dior, den ich zu Weihnachten von meinem Schatz bekommen habe. Und der Essie-Nagellack Mademoiselle. Dann die Augencreme von Kiehl's, die ich benutze. Noch die Augencreme von Kiehl's für die Nacht aus der Midnight Recovery Eye-Serie. Von Origins eine Probe mit dem Gel Moisturizer aus der Ginseng-Reihe. Und ein Parfum, ein Mini-Parfum von Erin and Mamas. Das riecht einfach so gut und das Fläschchen ist einfach toll. Das war mal so eine Luxusprobe. Und das allerletzte, was da drin ist, ist eine kleine Wimpernzange. Also man sieht, es passt doch eine ganze Menge rein, aber halt nur so kleine Sachen. Jetzt muss ich erstmal alles wieder einpacken. So, kennt ihr das, wenn ihr alles so schön eingeordnet hatte und es dann nicht wieder genauso hinbekommt? Ja. So geht es mir gerade. Auf jeden Fall ist das quasi eine schwere, harte Sache. Deshalb kommt das Täschchen für mich einmal ganz nach unten. Dann packe ich gerne eine kleine Flasche Wasser an die Seite. Da
Dann folgt als nächstes dieses schöne kleine Täschchen. Das habe ich aus Stoffen selber genäht, die ich mal in Australien gekauft habe. Da ist nämlich meine externe Festplatte drin. Die hat hier eine richtig schöne kleine Größe. Da habe ich noch so ein Adapterkabel, damit ich das mit dem iPad verbinden kann. Da sind nämlich meine ganzen Fotos drauf, die ich brauche, um für euch den Beauty-Mittwoch mit Reisetalk zu filmen. Und dann gucke ich immer, welche Reisen könnten wir dann für den nächsten Mittwoch nehmen und ziehe mir dann die Fotos daraus. Wenn euch das Format interessiert, ich verlinke euch das gerne auch nochmal. Dann könnt ihr gerne jeden Mittwoch dabei sein, wenn wir uns Gesichtsmasken machen und ich von meinen alten Reisen berichte. Dann habe ich hier noch eine neue Packung von meinem L'Oreal Hydra Genius Aloe Water. Das werde ich nämlich jetzt dauerhaft in der platzieren, damit ich mich nicht mehr so viel mit mir rumschleppen muss. Ein weiteres kleines Täschchen. Was ist es schön, in einem großen Täschchen viele kleine Täschchen zu haben. Da drin ist mein Swarovski Kugelschreiber, ein Handhygienegel, eine kleine Box mit Tampons und eine Handcreme. Die verschwindet auch einmal hier in der großen Tasche. Ja, dann machen wir erstmal weiter mit dem kleinen Fach hier vorne. Da kommen auf jeden Fall immer rein meine Ladekabel. Und zwar habe ich hier einmal mein normales Ladekabel fürs iPad. Und ich habe hier mein Ladekabel fürs Handy, das 2 Meter lang ist, aber hier so ein kleines Band hat, dass man das miteinander verbinden kann, damit das nicht so unordentlich wird. Das ist echt so praktisch, wenn man im Bett liegt und man muss das Handy nicht irgendwie so komisch in der Hand halten, weil man halb an der Steckdose hängt. Ein langes Ladekabel macht das Leben so viel einfacher. Dann habe ich 2 Mundschutze, einen Stoffmundschutz, wobei ich glaube, den werde ich gar nicht mehr wirklich benutzen können jetzt mit den neuen Regelungen, und auf jeden Fall einen OP-Mundschutz sozusagen. Und Energy, Dextro Energy, das war im Adventskalender drin, das habe ich jetzt momentan immer ganz gern dabei. Dadurch, dass ich so groß bin, habe ich manchmal Kreislaufschwierigkeiten. Gerade morgens, wenn ich nichts gegessen habe, so wie Montagmorgens, wenn ich dann mit der Bahn wieder nach Hause fahre. Und dann esse ich gerne zwischendurch mal so ein Dextro Energy. Dann habe ich hier 2 Einkaufsbeutel, die man so schön zusammenfalten kann. Die kommen aber, glaube ich, noch in das große Fach. Denn hier vorne ins kleine Fach sollen auch noch die Fisherman's Friend Cherry. Die hatte ich, glaube ich, auch. Genau, die hatte ich auch im Adventskalender. Und die mag ich total gerne. Cherry ist auch so meine Lieblingsvariante von denen. Dann ein paar Taschentücher in diesem wunderschönen Urlaubsmotiv, wo man gleich ein bisschen Urlaubsfeeling bekommt. Die kommen auch hier vorne in die Tasche. Dann nehme ich ein paar Sachen mit nach Lea. Sowas wie diese Brausetabletten. Davon habe ich nämlich 2 Pakete hier stehen, die ich beide im Adventskalender hatte. Und ich trinke die mal, aber mein Freund trinkt die noch viel, viel mehr und seine sind jetzt nicht alle. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal Nachschub in Lea. Dann muss mit meinem Diensthandy. Das brauche ich dann morgen früh. Da ist auch nichts drauf. Das kommt auch hier vorne in die Tasche. So, dann habe ich hier noch von Rosenthal eine Creme und von Assam Beauty das Magic Finish Lip Balm. Beides Produkte, die ich nicht benutze. Und wenn ich sowas nicht benutze, auch so Kleidung, die ich nicht mehr benutze, dann frage ich meine Schwiegermama immer ganz gerne, weil die manchmal solche Sachen dann auch gerne nochmal ausprobiert. Und dann schmeiße ich es nicht gleich weg, sondern das findet da vielleicht noch eine gute Verwendung. Deshalb kommt auch das mit. So. Dann hätten wir Unterwäsche und Socken. Gefühlt nimmt das jetzt den meisten Platz weg, weil ich ein paar dicke Socken mit dabei habe, die mein Freund auf der Arbeit anziehen soll, weil die ein bisschen warm sind. Ah, ihm ist nämlich immer ein bisschen kalt. So. Dann habe ich noch einen dicken Pullover, der mitkommt. Der ist ganz cool. Der gehört eigentlich meinem Freund. Der hat hier, das ist so ein schwarzer Pullover von Max, irgendwie auch älter, keine Ahnung, mit einfach so irgendwie aufnähern. Und das ist immer so der perfekte Pullover. Oder auch sein Adidas Pullover trage ich sehr gerne, einfach nur um am Wochenende zu chillen und nichts zu einengendes, unbequemes irgendwie anzuhaben. Ja, dann haben wir eigentlich auch nur noch die Dosen, das sind nämlich Tupperdosen, wo ich mal was mit drin transportiert hatte, die ich jetzt wieder mit zurückbringe. Und diese kleine Blechdose, da war Neujahrskuchen drin, die seine Mama mir
mitgegeben hatte, netterweise. Das packe ich hier jetzt auch noch einmal rein. Oder ich lasse die... Nee, ich lasse die hier. Er kommt nächstes Wochenende. Ich packe es wieder aus. Dann habe ich nämlich auch noch so ein ganz klein bisschen Platz hier oben auf. Was nie verkehrt ist, weil man nie weiß, ob man nochmal irgendwas mit zurücknimmt, was man nicht hingenommen hat. Und vor allem kann ich hier auch dann ganz vorsichtig meinen Brillenetui legen. Und was ich noch mit dabei habe, das werde ich aber morgen, denke ich, eher in die Haare machen, ist hier so eine schwarze Haarklammer. Die nutze ich mal ganz gerne, um mal die Haare zurückzumachen. Dafür ist die ganz schön, die bleibt aber draußen. Und dann kommt der zu. Auch hier kommt der zu. Die kleine kommt auch zu. Und dann ist das das, was ich fürs Wochenende mitnehme. Wiegt ein bisschen was, aber auf dem Rücken spüre ich das eigentlich kaum. Das stört mich überhaupt nicht. Dann habe ich mir auch schon zurechtgelegt, was ich morgen anziehen werde. Und zwar ziehe ich an eine Skinny Jeans von Levi's in Schwarz. Darauf kommt mein silberner Hermes-Gürtel, auch in Schwarz. Also die schwarze Seite außen. Dann ein schwarzes Top zum Drunterziehen für die Wärme und Blickdichte. Und darauf dann diese super schöne Bluse. Die hat, wie ihr sehen könnt, hier ja auch so, ja, so ein durchlöchertes Muster, aber halt ja auf eine richtig coole Art. Die Bluse ist von Reese, die hat mal 100 Euro auch gekostet. Die war richtig teuer, habe ich auch irgendwie vergünstigt dann gekauft. Und die liebe ich echt über alles in Verbindung mit dem schwarzen Top. Und darunter, wie ihr wisst, trage ich dann meinen trägerlosen BH, weil ich die einfach am bequemsten finde. Dann habe ich noch Socken, braucht der Mensch ja auch, und Unterwäsche. Und als Socken ziehe ich morgen diese Thermo-Söckchen an. Die waren im Adventskalender von meiner Freundin drin und die sind so super, wenn ich normale Schuhe anziehe. Jetzt bei den etwas kälteren Temperaturen könnte mir das ein bisschen zu kühl werden. Und da sind die einfach super, super toll, weil die echt schön wärmen. Und dann als allerletztes, ich bin morgen absolut Lady in Black, wie ihr sehen könnt. Mein schwarzer Zara-Schal, den hatte ich euch auch in meinen Jahresfavoriten gezeigt. Das ist einfach der allerkuscheligste und beste Schal, den es gibt. Der ist einfach so schön lang und breit. Und im Zug trage ich den gerade montagmorgens auch immer so gerne wie so eine Decke, weil es dann halt so ein bisschen kühler ist. Der Kreislauf ist noch nicht richtig in Schwung um 4.41 Uhr, wenn man im Zug sitzt. Und da ist es immer schön, wenn man einen kuscheligen Schal mit dabei hat. Entweder um ihn als Schal zu tragen oder halt wirklich auch einfach als Decke. So, das war's zu meinem Reisegepäck. Kommen wir zu dem guten Stück meiner Chanel Wallet on Chain. Hier hinten das kleine Fach benutze ich eigentlich nicht. Dann gibt es hier hinten ja noch diesen großen Zipper. Dahinter ist hinten ein Brief. Ich habe die Tasche ganz, ganz, ganz lieb von meiner Mama zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist jenseits von all dem, was wir uns normalerweise schenken, aber das war ein ganz besonderes Geschenk. Und dazu hat sie mir auch eine ganz, ganz süße Karte geschrieben, die ich abkopiert habe und die ich halt in der Love Letter, ja, in dem Love Letter Reißverschlussfach sozusagen immer in der Tasche trage. Das hole ich auch nie raus, außer jetzt einmal für euch. Und dann hätten wir hier drin, hier vorne habe ich einmal mein Plan von meiner Wohnung in Ahrensburg. Außerdem habe ich hier vorne in dem kleinen Fach Taschentücher. Und mein Metamaßband, das kennt ihr auch schon aus allen anderen What's in my Bag Videos von mir. Das ist das, was ich hier vorne in dem kleinen Fach immer aufbewahre. In dem Reißverschlussfach haben wir momentan nichts drin. Und dann hier im Hauptfach haben wir eine Bescheinigung, dass ich mich außerhalb meiner Wohnung bewegen kann, falls da mal einer nachfragen sollte. Meine Lieblingsnagelfeile von Essence, die 4 in 1. Dann habe ich meinen Lippenstift von MAC in Cream Shine Modesty. Das ist einfach mein absoluter Alltagslippenstift. Meine kabellosen Kopfhörer. Ein kleiner Chanel Schminkspiegel. Der ist echt toll, weil der ist doppelt. Dann noch meine Zugangskarte auf der Arbeit. Und Gott, da passt ja echt eine Menge rein. Mein Kartenhalter auch von Chanel. Ich könnte natürlich auch die Karten hier reinpacken, aber ich habe den immer auch so greifbar. Den nehme ich ansonsten auch einfach mal so mit, wenn ich den in die Jacke zum Beispiel stecke, wenn ich so kurz was besorgen muss und keine Handtasche mitnehme, obwohl die natürlich nichts an Platz irgendwie kosten würde. Und das passt hier alles so wunderbar rein. Ich baue das einmal wieder kurz zusammen. So, voilà. Und damit wäre sie voll bepackt.
Die trage ich dann immer Crossbody und den Rucksack halt auf den Schultern. Das ist es, was ich alles immer mit für mein Wochenende nehme. Die Klamotten variieren natürlich immer, aber ich nehme tatsächlich nicht viel mit. Im Sommer ist es dann vielleicht mal eine kurze Hose und ein Top. Aber was soll man auch an 2 Tagen alles tragen? Also da brauche ich wirklich nicht viel. Von daher war es das. Wenn euch weitere What's in My Bag Videos interessieren, dann verlinke ich euch hier mal meine Playlist, weil ich habe auf jeden Fall schon ein paar gefilmt für euch. Dann könnt ihr euch die gerne auf jeden Fall noch anschauen. Und wenn euch Mode, Lifestyle, Interior und Schminke, Kosmetika, ich habe irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Wenn euch das auf jeden Fall auch interessiert und ihr mir meine Wortfindungsschwierigkeiten verzeihen könnt oder ich manchmal auch komische Wörter benutze und ihr auch das verzeihen könnt, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst und wir uns in Zukunft häufiger wiedersehen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Muah.